Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Camperschmiede GmbH. Im letzten Video haben wir euch schon erklärt, dass wir dieses Jahr einige neue Projekte vor uns haben. Unter anderem kann man das ja auch schon an unseren neuen Farben erkennen. Aber nicht nur die Farben sind dieses Jahr neu, sondern wir haben ein großes Projekt für dieses Jahr geplant. Und zwar, wir gehen auf den Caravansalon 2024 in Düsseldorf. Darauf freuen wir uns sehr. Wir werden auf YouTube zeigen, wie wir das Fahrzeug abholen, ausbauen und dann ganz am Ende auf dem Caravansalon ausstellen werden. Das Fahrzeug haben wir schon vor längerer Zeit bestellt. Wir haben uns auch viele Gedanken darüber gemacht. Dazu im weiteren Video dann mehr. Wann soll Auto rollen? Spannend, weil immer? Ja, spannend. Entspannt, Flitzebogen. Ja, super. Arne, bist du bereit? Ja. Ah, jetzt machst du so einen Kram. Ja, jetzt machst du so einen Kram. Ja, mega halt. Sehr gut. Neues Auto. Wie fühlst du dich, wenn du ein neues Auto holst? Ich bin mal sehr aufgeregt. Ja. So. Das werden wir jetzt sehen. So, ich mache hier noch sauber. Ich habe keine Zeit mehr. Wir müssen los. Arne ist so aufgeregt, er hat sich gerade schon verfahren. Ja, scheiße. Das ist so. Aber wir sind jetzt kurz davor und sehr gespannt, das Auto abzuholen. Vielleicht sehen wir es sogar schon direkt, wenn wir es auf den Hof drauf fahren. Vielleicht auch nicht. Ja, das wird ein dickes Ding werden. Hi, hallo. Hallo. Hi. Mir war warm, ich musste erstmal die andere Jacke drunter aufziehen. Ja. Da ist euer Schätzchen. Geht doch gar nicht. Guck mal! Das steht da C für Christian. Guter Punkt, dass du das mal zeigst, weil wir haben ja den Wagen, wir holen ihn jetzt gerade genauso ab. Ja. Und da ist ja keine Trennwand mehr drin. Keine Trennwand, ich kann mich schon frei drehen. Du hast schon Drehsitze drin, die haben wir schon so bestellt. Richtig, ja. Marc? Richtig. Haben wir schon so. Der ist auch drehbar schon, ne? Ja. Der ist sehr cool. Drehkonsolen, die sind ja jetzt original von MAN, oder? Ja. Kann man die auch so kaufen im freien Handel? Gibt es die zu kaufen? Nein. Gibt es dann auch nur, wenn man das Fahrzeug so konfiguriert? Ja. Also du kannst es als Ersatzteil kaufen, ja. Wenn du jetzt sagst, da ist irgendwas mit, ja. die eine Sitzschiene geht nicht mehr oder das Sitzpolster ist durch, wie auch immer. Du kannst Einzelteile vom Sitz kannst du kaufen, aber keinen ganzen Sitz. Okay. Marc, jetzt muss ich noch eine Frage stellen, darfst du? Weil das auch immer sehr viele Leute auch immer interessiert. Und ich habe auch gerade noch den Servicewagen hier gesehen. Das ist ja schon ein Alleinstellungsmerkmal für MAN. Der 24-Stunden-Service. Richtig. Oder? Mobile 24. Ja. Einfach per Telefon über die Ruftaste im Fahrzeug. Und da, wo ihr oder euer Kunde dann steht, wenn überhaupt mal eine Panne sein sollte, dann kommen wir zu euch raus, gucken erstmal, was Phase ist und nach Möglichkeit könnt ihr oder euer Kunde gleich dann los. Richtig. Das ist ein Service. Ah, den haben nicht mal wir, ne? Nee. Ja, es kann ja kommen noch, dass ihr ihn auch noch kriegt. Jetzt wird's wichtig. Jetzt wird's. Hier mal höchst auf. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah, da rollt er los. Da rollt er los. Die erste Fahrt in ein großes Abenteuer. Das kann man nur so sagen. Steffen, wie findest du die Karre? Scheiße, ist die geil, ey. Nice. Zurück auf dem Hof wollen wir euch noch ein paar Ausstattungsdetails zum Fahrzeug sagen. Wir haben gerade schon mal geschaut, der Wagen hat eine 2-Liter-Maschine mit ungefähr 180 PS, also genug Fahrleistung für das spätere Wohnmobil, was wir dann hier umbauen werden. Aber Innenausstattung auch gleich noch ganz interessant. Stopp, ich bin ja schon wieder längst dran vorbeigelaufen. Das ist ja schon mal geil. Es war nicht hier einfach so eine Halogenbirne, sondern eine schöne LED-Beleuchtung. Nicht nur LED in den Scheinwerfern, auch LED in der Seitenbeleuchtung. Sieht besonders im Dunkeln cool aus. Farbe haben wir schon gesagt, gehen wir mal rein, weil drin ist ja gerade das Cockpit ist immer sehr interessant. Wir haben hier, setz mich mal rein, Multifunktionslenkrad, Apple CarPlay, auch Android CarPlay, sodass man das Handy easy ohne Kabel mit dem ganzen Entertainment-System vernetzen kann.
Wir haben Lenkradheizung, Arne. Hast du so eine Lenkradheizung reingepackt? Wir haben eine Standheizung, die man per App steuern kann und somit ja, das Fahrzeug schon aus der Ferne einmal vorheizen kann. Wir haben ein Automatikgetriebe nochmal integriert. Wir haben natürlich eine Klimaanlage, das sollte klar sein. Nochmal zwei USB-Steckdosen für während der Fahrt, um das Handy zu laden. USB-C sogar. USB-C sogar. Und wir haben nochmal eine beheizte Windschutzscheibe, was besonders im Winter ganz interessant ist. Also ich glaube, mehr kann man sich hier nicht reinpacken. Aber all das, was man nicht von Werk aus konfigurieren kann, wie zum Beispiel ein eventuell beledertes Cockpit oder andere Sitze eventuell mit einem schöneren Stoff noch drauf, das werden wir alles noch hier in unserer Camper-Manufaktur, in der Camper-Schmiede, noch alles nachträglich dann umrüsten. So, kommen wir zu dem Punkt, warum wir uns für ein MAN TGE entschieden haben. Und zwar, wir waren auf der Suche nach einem absoluten Premium-Hersteller. Und MAN ist schon seit Jahren etabliert im Nutzfahrzeugherstellerbereich. Punkt 2 ist, MAN besitzt ein riesiges Servicenetz. Das heißt, überall in Europa, sogar weltweit, gibt es MAN-Werkstätten, wo man sein Fahrzeug zum Service oder zur Reparatur bringen kann. Und MAN bietet als einziger einen 24-Stunden-Service an. 24/7 sogar. Das heißt, man kann von überall auf der Welt oder in Europa den Notruf betätigen im Fahrzeug, wenn man irgendwo mit dem Fahrzeug stehen bleiben sollte, irgendwas kaputt geht, man irgendwo in der Walachei steht und es würde ein Service rauskommen und das Fahrzeug vor Ort reparieren oder entweder zur nächsten Werkstatt liefern. Dann war uns sehr wichtig, dass das Fahrzeug eine gute Qualität hat und da gehört der MAN definitiv zu, weil die Qualität bei dem Fahrzeug ist, wie wir finden, hervorragend. Punkt 2 und auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt im Camperausbau ist, dass das Fahrzeug, der MAN TGE, ein großes Spektrum an Umbaumöglichkeiten bietet. Es gibt sehr viel Zubehör wie Dachträger, Anbauteile, es gibt passende Fahrwerke für das Fahrzeug, sodass wir das Fahrzeug passend höher legen können. Es gibt also eine ganze Menge an Zubehörteilen, die speziell für den MAN TGE als auch Crafter gefertigt werden und wir dann im Endeffekt sofort verbauen können. Der dritte Punkt, man kann den MAN schon fertig ab Werk für einen Wohnmobilumbau konfigurieren. Das bedeutet, wir haben keine Trennwand drin, wir haben von Werk aus schon direkt die Drehsitze verbaut, sodass wir uns diese Sachen schon sparen im Umbau und im Endeffekt direkt mit dem Ausbau loslegen können. Da muss man sagen, dass der MAN auch ein großes Spektrum bietet an Ausstattungsmöglichkeiten. Man kann sich den Wagen sowohl als Fronttriebler, als Hecktriebler, als auch als Allradfahrzeug konfigurieren. Zusätzlich gibt es das Fahrzeug in verschiedenen Längen, als auch mit Superhochdach in der 6-Meter-Variante, sodass man dort eine sehr hohe Stehhöhe generieren kann von über 2 Metern. Punkt 4. Wir haben hier vor Ort einen lokalen Händler gefunden, den Marc, der mit uns perfekt zusammenarbeitet. Er kommt sogar zu uns hier in die Camperschmiede und kann dann mit unseren Kunden zusammen das Fahrzeug konfigurieren und dann schon ein passendes Angebot erstellen, sodass der Kunde schon direkt oder ihr das Fahrzeug schon direkt über uns beziehen könnt und wir das schon fertig als Camper, Vorausstattung, Basisfahrzeug schon konfigurieren lassen können. Bedeutet, alles in einer Hand, man kommt zu uns in die Camperschmiede und wir können das Fahrzeug direkt hier schon bestellen und können auch direkt sehen, welches Fahrzeug am besten zu unserem Camperausbau passt. Punkt 5, und das ist ja auch immer ein sehr wichtiger Punkt, wir müssen ja auch einfach das Gefühl dafür haben, dass wir sagen, dieses Fahrzeug taugt was und wir wollen dieses Fahrzeug gerne ausbauen. Und sind wir mal ehrlich, wir persönlich finden die Optik einfach unfassbar gelungen von dem Auto. Wir mögen die Marke MAN und wir haben einfach ein gutes Gefühl dabei, dieses Fahrzeug auszubauen und freuen uns darauf sehr. Und deswegen war es für uns einfach die richtige Entscheidung zu sagen, wir holen ein MAN hier in die Camperschmiede und bauen den für unsere Messe in diesem Jahr aus. Das war es von unserem neuesten Projekt, dem MAN TGE, unserem neuesten Messefahrzeug, welches wir dieses Jahr auf dem Caravansalon in Düsseldorf ausstellen werden. Wir werden aus dem Fahrzeug einen sehr, sehr coolen Camper bauen mit Sachen drin. Ich sag mal, die hat man so noch nicht unbedingt in einem Camper gesehen. Wir sind sehr gespannt, wir freuen uns sehr auf den Umbau und werden den ganzen Umbau in den nächsten Videos so ein bisschen dokumentieren und euch dann auch zeigen, was wir dort einbauen werden und was speziell dort reinkommt. Seid gespannt, wir würden uns freuen, wenn ihr dieses Projekt mit uns verfolgen würdet auf YouTube und die nächsten Videos euch anschaut, bis das Ding dann auf der Messe steht, auf dem Caravansalon. Wir freuen uns, vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, liebe Grüße aus der Camperschmiede.